Jawohl, Wochenende, Brotzeit. Zeit für Brot. Nimm dir doch selber Zeit für Brot. Du kannst in einen Laden gehen, der heißt Zeit für Brot. Da gehst du für 30 € einkaufen und kommst mit 1,5 Brotlaibe raus. 30 € sind 60 D-Mark. Überleg doch mal bitte die Relation. Nee, 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 nee. Nicht mit dem Onkel. Der Onkel nimmt, ja, Mehl Typ 405. 500 Gramm. Oh, staubt ein bisschen. Aber egal. Rein damit. Dann nimmt der Onkel die Hefe mit rein. Packung in der Haus. Zack. Dann Paprika süß. Macht nicht nur eine gute Farbe, sondern macht auch gute Laune. Na, der Puppelchen ist so klein, ich muss ihn erstmal aufschneiden. Da kann ich mich doch erstmal um den Chili kümmern. Chili habe ich beim Araber gefunden. Und zwar, was ich interessant war, ich mache nicht so Fülle. Der Chili hat Schärfegrad 1. Ich bin eigentlich sehr empfindlich und mag es gar nicht so scharf. Aber egal. Chili in der Haus. Und immer auf der richtigen Seite. So, Biokomponente nicht vergessen. Sonnenblumenkerne. Rein damit. Hoppala. Nicht die Tüte, sondern die Kerne. Ich glaube, es werden nicht alle Kerne reingehen. Nee. So reicht es. Denn ich habe mir was ganz Freches ausgedacht. Weil ja Wochenende ist und ich keine getrockneten Tomaten habe, nehme ich einfach nasse Paprika. Seht ihr diese Paprika? Claro. Sie kommen so, wie sie sind. Gestern aus der Pfanne in den Kühlschrank, rein in den Topf. Dann Thymian fein. Falsche Seite. Muss schon die richtige Seite sein. Thymian. Nur ein bisschen, denn das Hauptgewürz ist Rosmarin. Nicht so Fülle, reicht aus. Zacki, zacki, was habe ich noch? Salz. Mehr Salz. Nicht so Fülle. Lieber nachsalzen. So, und weil mir jetzt noch ein bisschen gute Laune übrig bleibt, habe ich jetzt vor, diese schwarzen Oliven, den Stein rauszumachen und reinzuschmeißen. Und in der Zwischenzeit mache ich schon noch ein wenig Wasser dazu. Und dann können die Hefen auf der Heizung ihre Arbeit verrichten. Ich werde eine Stunde ungefähr diesen Brotteig auf der Heizung stehen lassen, damit die Hefe schön arbeiten kann. Drei Würfel Zucker noch mit rein, damit sie was zum Schnabbeln haben. Und dann kommt dieser Teig über Nacht in den Kühlschrank. Ihr wisst schon, die sauren Milchsäurebakterien durch die Kälte im Kühlschrank. Es wird nachher ein bisschen wie ein Sauerteig, aber nur ein bisschen. Und morgen wird die Sache gebacken. Und dann geht's weiter. Alles klaro? Tschüss.